1860 in Köln gegründete Zoologische Garten genießt durch seine zahlreichen Erhaltungszuchten heute internationales Ansehen. Der Kölner Zoo wurde im Stadtteil Riehl errichtet, weil dieser damals ein beliebter Ausflugsort im Kölner Norden war. Zu den wichtigsten Anlagen des Kölner Zoos zählt der 2004 eingeweihte 2 Hektar große Elefantenpark, der auch für die schwierige Bullenhaltung geeignet ist. Zurzeit beherbergt das Gelände ein gutes Dutzend asiatischer Elefanten, inklusive einiger bei den Kölner Besuchern sehr beliebten Jungtiere. Im 1985 eröffneten Urwaldhaus haben 5 Affenarten ihr Zuhause gefunden. Darunter Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen. Sie leben hier ungestört in einer exotischen Pflanzenwelt in natürlichen Familienverbänden. Zu den neueren Gebäuden zählt auch das aus dem Jahre 2000 stammende Regenwaldhaus, das tropische Pflanzen und Vögel beheimatet. Auch eine große, lange Pythonschlange ist hier zu bewundern. Beliebt bei den Besuchern ist seit Jahrzehnten auch der Affenfelsen, auf dem eine große Anzahl von Mantelpavianen lebt. Ihr reges Treiben lockt zu den täglichen Fütterungen viele Kinder an. Das jüngste Großprojekt des Zoos in Köln ist die 3500 Quadratmeter große, begehbare afrikanische Flusslandschaft. Im sogenannten Hippodom sind Flusspferde, Nilkrokodile und Antilopen zu sehen. Teilweise können die Tiere auch im Wasser durch massive Glasscheiben beobachtet werden. Ob im Sommer oder Winter. Der Kölner Zoo ist immer einen Besuch wert.